Matías Enrique Salazar war ein ruhiger junger Mann, der für sein attraktives Aussehen bekannt war. Die Menschen, die während seines Aufenthalts in der Wohnanlage Los Mangos mit ihm in Kontakt gekommen waren, sprachen von ihm als einen wahren Gentleman. Sie ahnten nicht, dass sich hinter seinem freundlichen Lächeln und seiner ansehnlichen Erscheinung ein Monster verbarg, das die von ihm gefangenen Frauen auf brutalste Art und Weise behandelte. Der heutige Fall ist ausschließlich als Fall Morella bekannt. Es sind längst nicht alle Umstände dieses grausamen Falles bekannt, ebenso wie die Namen und die Identität der Opfer. Die Schlüsselfigur des Geschehens, ein Mädchen namens Morella, war erst 17 Jahre alt, als sie sich auf eine Affäre mit einem jungen Mann namens Matías einließ. Matías war zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Morellas Eltern waren mit der Entscheidung ihrer Tochter nicht einverstanden, denn Matías war 6 Jahre älter als das Mädchen. Außerdem sahen sie in ihm einen unhöflichen und manchmal aggressiven jungen Mann. Ihre Vermutung wurde schnell bestätigt, als sie zufällig Zeugen eines Streits zwischen dem Mädchen und ihrem Freund wurden. Dies führte dazu, dass Morellas Eltern verlangten, dass sie den Kontakt zu dem jungen Mann ganz abbreche. Die Reibereien mit den Eltern des Mädchens veranlassten Matías dazu, Morella zu überreden, mit ihm in seine Heimatstadt zu fliehen, um die Liebesbeziehung zu retten. Zu dieser Zeit lebte das Mädchen in Valencia, einer Stadt im Norden Venezuelas. Matías hingegen wohnte in Maracay, einer Stadt, die etwa 30 Minuten entfernt von Valencia liegt. Matías schaffte es nicht sofort, Morella von seinem Plan zu überzeugen. Der junge Mann war jedoch hartnäckig, sodass der Umzug bald zustande kam. Das Mädchen beschloss, ihre Familie zu verlassen und ging zum Bahnhof von Valencia, um dort ihren Freund zu treffen und mit ihm nach Maracay zu fahren. Morella lief also von zu Hause weg, um ab dem 23. Dezember 1988 mit Matías zusammenzuleben. Von ihrer Liebe geblendet, ließ sie ihr altes Leben für ihn zurück, woraufhin das Paar zunächst in Hotels unterkam. Es ist nicht genau bekannt, ob Matías damals ein Haus besaß. Dies ist aber eher unwahrscheinlich, denn er war damals ein sehr junger Mann und hatte noch nicht die Zeit gehabt, sich irgendeinen Besitz zuzulegen. So mietete sich das Paar in Hotels ein und lebte auf diese Weise eine Zeit lang, bis es eine Wohnung im Mango-Viertel in Maracay fand. Irgendwann begannen Morellas Eltern nach ihrer Tochter zu suchen, da sie noch minderjährig war. Es wurde ein Polizeibericht verfasst, aber die Suche wurde nie wirklich intensiv betrieben. Denn Morellas Familie wusste nicht genau, aus welcher Stadt Matías stammte oder wo er wohnte, sodass es für sie schwierig war, Morella zu finden. Berichten zufolge verliefen die ersten 3 Jahre der Beziehung von Matías und Morella recht harmonisch und es gab keine Anzeichen für Probleme in der Zukunft. All das änderte sich um das 4. Jahr herum. Die Beziehung begann vor Morellas Augen zu zerbrechen und Matías zeigte ihr seine wahre Identität. In kürzester Zeit wurde er immer aggressiver, tyrannisch und besitzergreifend. Morella merkte, dass sie sich in der Beziehung nicht mehr so wohl fühlte wie früher und spielte mit dem Gedanken, ihren Freund zu verlassen. Manchmal wollte sie ohne Erklärung weglaufen, aber Matías ließ das nicht zu. Infolgedessen blieb sie 18 Jahre lang in der Wohnung, in der sie in Mango lebten. Morella verbrachte diese 18 Jahre in Gefangenschaft. Zumindest könnte man es so nennen, denn Matías erlaubte ihr nicht, das Haus zu verlassen und ließ sie nirgendwo hingehen. Er behandelte sie schlecht und missbrauchte sie physisch, psychisch und auf jede andere erdenkliche Art und Weise. Er gewöhnte sich schnell daran, seine Aggressionen an ihr auszulassen, woraufhin Morella sich von Tag zu Tag wehrloser fühlte. So verbrachte sie fast 2 Jahrzehnte lang eingesperrt in einer einzigen Tortur. Einem Albtraum, der gefühlt nie enden wollte. Irgendwann hörten die Nachbarn verdächtige Geräusche und vermuteten, dass hinter den Wänden zur Nachbarwohnung etwas Merkwürdiges vor sich ging. Matías, der den Argwohn seiner Nachbarn bemerkte, beschloss, Morella woanders unterzubringen. Damit begann für die junge Frau eine zweite Phase der Gefangenschaft. Sie musste nun in einer Wohnung im 4. Stock der Wohnsiedlung Los Mangos in der Constitution Avenue in Maracay leben. Dort ertrug sie weiterhin endlose Demütigungen. Das Gebäude sah alt und schäbig aus. Nebenan wohnten noch andere Leute, die keine Ahnung davon hatten, dass in einer der Wohnungen unaussprechliche Dinge vor sich gingen und sich dort eine Frau gegen ihren Willen aufhielt. Sie wussten nicht einmal, dass die Wohnung überhaupt bewohnt war. Das war auch nicht verwunderlich, denn die Wohnung hatte kein Licht und war deshalb schlichtweg unbeleuchtet. Dank der dicken Wände hörte man zudem kaum ein Geräusch. Matías selbst betrat das Gebäude nur selten.
Es sah also so aus, als ginge er nur dorthin, um nachzusehen, ob seine Wohnung in Ordnung war oder etwas repariert werden musste. Es schien nicht so, als habe er die Absicht, dort einzuziehen. Im Laufe der Jahre hat der Mann gelernt, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sich bei diesen seltenen Besuchen ganz natürlich zu verhalten. Morella musste weitere 12 Jahre als Gefangene in diesem Gebäude verbringen, also insgesamt fast 31 Jahre. Während all dieser Jahre war die Frau von der Welt und der Gesellschaft abgeschnitten. Matthias war die einzige Person, mit der sie noch kommunizieren konnte, aber alles, was er tat, war, sie zu verspotten. Matthias trug sein Haar bis zu den Schultern und war stets mit einem schwarzen Flanellhemd, einer gleichfarbigen Hose und sehr unansehnlichen Freizeitschuhen bekleidet. In der Nachbarschaft war er als Herr Guido bekannt. Auch in dem Gebäude, in dem er Morella untergebracht hatte, nannte man ihn so. Seltsamerweise wohnte Matthias selbst im Gebäude nebenan, im selben Komplex. Er hatte dort eine Wohnung, in der er auch gemeldet war und führte, anders als Morella, ein normales, durchschnittliches Leben. Er lebte mit seiner Frau und seiner Mutter zusammen und kümmerte sich um sie beide. Obwohl er von Morella getrennt lebte, konnte er sie dennoch im Auge behalten, da die Wohnungen quasi nebeneinander lagen. Vielleicht waren sogar ihre Balkone gegenüber voneinander, sodass Matthias Morella leicht beobachten und kontrollieren konnte. Es kostete ihn kaum ein paar Minuten, in das andere Gebäude zu gehen und unbemerkt wieder nach Hause zurückzukehren. Die Leute, die Matthias kannten, bezeichneten ihn als überaus zuvorkommend. Wenn zum Beispiel in der Siedlung Mietversammlungen stattfanden, war er immer dabei, ergriff das Wort und setzte sich für gerechte Lösungen ein. Deshalb ahnte niemand, welches schreckliches Geheimnis dieser Mann hütete. Die einzige Unterhaltung, die Morella hatte, war ein kleines Fernsehgerät, auf dem sie nur die staatlichen Sender sehen konnte. Außerdem gab es in der Wohnung ein Miniradio. Mit diesen Geräten konnte die Frau zumindest einen kleinen Teil der Außenwelt erleben. Später stellte sich auch heraus, dass Morella 31 Jahre lang immer das Gleiche gegessen hatte. Reis, Linsen und Eier. Infolgedessen wurde sie dünn und abgemagert und litt weiterhin unter Misshandlungen. Dazu zählten nicht nur die Schläge und körperlichen Verletzungen, sondern auch die Demütigungen, die seelischen Qualen und die Unterdrückung ihres Geistes. Die Misshandlungen, die sie Jahr für Jahr von Matthias erdulden musste, führten dazu, dass Morella eines Tages den Punkt erreichte, an dem sie nicht länger um Hilfe rufen wollte. Aufgrund der dicken Wände hatten die Nachbarn ohnehin kaum etwas gehört. Sie dachten, die seltsamen Geräusche, die sie aus der Wohnung hörten, seien Ratten, die an den Wänden kratzten. Oder sie vermuteten, dass eine Katze in die verlassene Wohnung gelangt sein könnte. Wenn sie nur gewusst hätten, dass es sich dabei um eine leidende Frau handelte. An einem der zahllosen Tage, an denen Morella eingesperrt war, vergaß Matthias einen Schlüsselbund in der Wohnung und ließ die Frau damit allein, als er ging. Als Morella diesen Schlüsselbund sah, dachte sie, dass es die Schlüssel zu ihrer Wohnung sein könnten. Sie versuchte, die Tür zu öffnen und zu entkommen, aber es stellte sich heraus, dass die Schlüssel nicht passten. Als Matthias zurückkam, bemerkte er, dass Morella versucht hatte zu fliehen. Zur Strafe schlug er sie hart. Diese Situation wiederholte sich noch mehrere Male, weshalb Morella irgendwann den Gedanken an eine Flucht begrub. Matthias flößte ihr große Angst ein, was sie daran hinderte, erneut zu versuchen, die Wohnung zu verlassen. Während der 31 Jahre, die Morella in Gefangenschaft verbrachte, konnte sie das Haus nur 4-mal verlassen. Dies war auf ihren kritischen Gesundheitszustand zurückzuführen. Die Frau musste ihren Peiniger anflehen, sie zu einem Arzt zu bringen. Er kam ihrer Bitte nach, aber nachdem er sie zum Arzt gebracht hatte, brachte er sie sofort wieder in die Wohnung zurück. Sie war so eingeschüchtert und geschwächt, dass sie bei diesen seltenen Gelegenheiten Außenstehende einfach nicht um Hilfe bitten konnte. So war Morella gezwungen, jedes Mal wieder in ihr Gefängnis zurückzukehren. Eines Tages, als Morella Radio hörte, stieß sie auf eine Sendung über ein Fraueninstitut und wünschte sich, dorthin gehen zu können. In der Sendung ging es um geschlechtsspezifische Gewalt und andere damit verbundene Themen. Morella merkte sich die Adresse und hoffte, dass sie eines Tages dorthin gehen und um Hilfe bitten könnte. Als Matthias am 24. Januar 2020 wieder einmal seine Schlüssel vergaß, erinnerte sich Morella daran, dass sie schon viele Male in einer ähnlichen Situation gewesen war, die jedes Mal böse geendet hatte. Doch nun beschloss die Frau, ihren Mut zusammenzunehmen und einen weiteren Fluchtversuch zu unternehmen. Erneut ergriff sie die Schlüssel und versuchte, die Tür zu öffnen. Glücklicherweise passte dieser Schlüssel anders als bei den vorherigen Versuchen in das Schloss der Wohnungstür, und die Frau zögerte nicht, hinauszugehen.
Sie erinnerte sich sofort an das Fraueninstitut, wo sie Hilfe suchen konnte, und lief dorthin. Obwohl viele Jahre vergangen waren, hatte sich Maragai nicht sehr verändert und so war es für Morian nicht allzu schwierig, die richtige Adresse zu finden. Endlich war sie angekommen. An der Rezeption begann die Frau, ihre Geschichte von Anfang bis Ende zu erzählen. Alles, was sie erlebt hatte. Aber die beiden Mitarbeiter, die ihre Aussage aufnahmen, glaubten ihr nicht. Sie dachten, dass alles, was die Frau erzählte, frei erfunden war. Sie vermuteten, dass Morella wahrscheinlich nur einen Streit mit ihrem Ehemann oder ihrem Freund hatte und sich die ganze Geschichte ausgedacht hatte, damit sie ihn fälschlicherweise beschuldigen konnte und die Polizei ihm später Angst machen würde. Aber in der Nähe saß eine andere Mitarbeiterin, die gerade keine Beschwerden und Anzeigen entgegennahm, sondern dem Gespräch aufmerksam zuhörte. Sie brauchte Morella nur anzuschauen, um ihr die Geschichte zu glauben. Dank dieser Frau wurde der Antrag angenommen und an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Daraufhin wurde eine Untersuchung eingeleitet, bei der sich alles, was Morella erzählt hatte, bestätigte. Zunächst begaben sich die Ermittler mit der Frau zu dem Haus, in dem sie eingesperrt gelebt hatte. Morella wurde von mehreren Polizeibeamten begleitet, um sie ausreichend zu schützen. Nachdem die Ermittler Nachforschungen angestellt hatten, stellte sich heraus, dass alle Details, die Morella beschrieben hatte, der Wahrheit entsprachen. Die Wohnung verfügte über einen kleinen Fernseher, ein Radio und die beschriebenen dunklen Vorhänge. Es war von Anfang an klar, dass es keine Beleuchtung gab, nicht einmal eine einzige Glühbirne. Morella zeigte den Ermittlern auch die drei Garnituren Kleidung, die ihr einziger Besitz waren, sowie zwei Eier, einen Sack Reis und einen Sack Linsen. Sonst gab es nichts. Den Ermittlern fiel auf, wie hoffnungslos dieser Ort aussah. Als sie die Polizei sahen, schauten die Nachbarn aus ihren Wohnungen, um zu sehen, was vor sich ging. Zu dieser Zeit verstand niemand von ihnen, was passiert sein könnte. Als die Mieter befragt wurden, sagten sie alle, dass sie die Anwesenheit der Frau in der vermeintlich verlassenen Wohnung nicht bemerkt hatten und davon ausgegangen waren, dass sich niemand dort aufhalte. Die Nachbarn hatten zwar gesehen, dass gelegentlich ein Mann in die Wohnung gekommen war, dachten sich aber nichts weiter dabei. Da Morella die Adresse des Hauses, in dem sie einst mit ihren Eltern lebte, nicht vergessen hatte, fuhr die Polizei nach Valencia, um nach ihren Verwandten zu suchen. Leider war Morellas Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits seit 8 Jahren tot. Sie starb, ohne zu wissen, wo ihre Tochter war oder was mit ihr geschah. Es gelang der Polizei jedoch, die anderen Mitglieder von Morellas Familie zu finden. Als die Polizisten an der Wohnung ankamen, in der Morella aufgewachsen war, öffnete ihr Neffe die Tür. Als sie ihm erzählten, was geschehen war und wie seine Verwandte 31 Jahre lang in Gefangenschaft gelebt hatte, war der Mann entsetzt. Er konnte sich kaum vorstellen, dass so etwas überhaupt möglich war. Er sagte auch, dass er Morella nie persönlich kennengelernt habe, weil er noch sehr jung gewesen sei, als sie verschwunden war. Er erzählte jedoch, dass seine Familie oft über Morella gesprochen und darüber spekuliert habe, wo sie wohl sein könnte. Die älteren Familienmitglieder nahmen die Unwissenheit über Morellas Aufenthaltsort und ihr Wohlbefinden sehr mit. Aufgrund ihrer Reaktionen konnten die Ermittler schnell bestätigen, dass Morella tatsächlich aus ihrer Heimatstadt verschwunden war. Morella ist derzeit 49 Jahre alt und Matthias ist 56. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, aber Morella erhält seit kurzem die psychologische und medizinische Hilfe, die sie aufgrund ihrer langjährigen Gefangenschaft und Unterernährung dringend benötigt. Die Frau hat noch viele Probleme zu lösen. Aufgrund der Lebensweise, die sie über 30 Jahre lang führen musste, fällt es ihr heute schwer, sich an die Gesellschaft anzupassen und ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrer Familie aufzubauen. Morella ist jedoch bestrebt, irgendwann ein normales Leben zu führen und sogar zu studieren. In einem Interview erzählte sie, dass sie gerne Kochkurse besuchen würde. Auch wolle sie versuchen, all die verlorenen Jahre nachzuholen und ihrer Familie wieder näher zu kommen. Morella erhält viel Unterstützung, sowohl von Fachleuten wie Ärzten und Psychologen, als auch von ihren Verwandten. Während der Ermittlungen wurde Matthias am 26. Januar in Gewahrsam genommen. Während des Verhörs stritt er, wie üblich, alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab. Der Fall Morella brachte noch weitere dunkle Geheimnisse von Matthias ans Tageslicht. Es stellte sich heraus, dass Morella nicht die einzige Frau war, die er in einer leeren Wohnung eingesperrt hatte. Er besaß eine weitere Wohnung, in der er eine andere Frau gefangen hielt. Diese Frau war auch eine Zeit lang seine Freundin gewesen, aber dann tat er ihr dasselbe an wie Morella. Auf eine Phase des Flirtens folgte ebenfalls eine romantische Beziehung, die sich eines Tages verschlechterte und wieder damit endete, dass Matthias die ehemalige Geliebte zu seiner Gefangenen machte.
Im Gegensatz zu Moreya wurde diese Frau während ihrer Gefangenschaft schwanger und ihre Tochter wuchs eingesperrt mit ihrer Mutter in der abgeschlossenen Wohnung auf. Ihre Namen sind Fanny und Maria. Maria, die Tochter von Fanny und Matthias, wuchs auf, ohne eine richtige Kindheit zu haben. Heute ist das Mädchen in ihren 20ern, endlich frei und sogar Studentin. Obwohl sie in Gefangenschaft aufwachsen musste, brachte Matthias sie regelmäßig zur Schule und ermöglichte ihr so eine grundlegende Bildung. Marias Leben unterschied sich von dem ihrer Altersgenossen und doch konnte sie Kontakt zur Außenwelt aufnehmen und mit ihrem Vater kommunizieren. Für Außenstehende wirft dies viele Fragen und Zweifel auf. Es ist schwer zu sagen, warum es dem Mädchen nicht in den Sinn kam, jemanden um Hilfe zu bitten und Dritten von den Bedingungen zu erzählen, unter denen sie und ihre Mutter leben mussten. Vielleicht war es ihre zerrüttete Psyche, die die Beziehung zwischen ihren Eltern normal erscheinen ließ, obwohl sie es nicht war. Die Mutter des Mädchens, Fanny, war bereits etwa 23 Jahre alt, als sie ihre Beziehung zu Matthias begann. Als ihre Familie nach ihr suchte und ihr Verschwinden bei der Polizei meldete, wollte die Polizei keine Suche einleiten. Fannys Verwandten wurde gesagt, dass ihre Tochter erwachsen sei und wahrscheinlich nur mit ihrem Freund durchgebrannt wäre. Natürlich ging niemand davon aus, dass der junge Mann psychisch krank war. Der Fall Fanny und Maria ist der Öffentlichkeit völlig verborgen geblieben. Es ist nicht einmal bekannt, ob Ermittlungen eingeleitet wurden. Leider kennen wir deshalb auch keine Einzelheiten dessen, was Fanny während ihrer Inhaftierung erlebt hat. Die Ermittlungen haben jedoch Informationen über die Familie von Matthias zutage gebracht. Es ist bekannt, dass er mit seiner Mutter und seiner Frau zusammenlebte. Die Ermittler hatten die Befürchtung, dass die Frau von Matthias ebenfalls von ihm entführt worden sein könnte und in demselben Albtraum wie seine beiden ehemaligen Geiseln lebte, was aber offenbar nicht der Fall war. Als die Ermittler in dem Haus ankamen, in dem Matthias wohnte, trafen sie auf eine ältere Frau namens Anna Maria, die sich in guter körperlicher und geistiger Verfassung befand. Im Rahmen einer Befragung sagte sie nur, dass ihr Mann unschuldig und die ganze Geschichte von Anfang bis Ende erfunden sei. In einem ihrer Interviews sagte die Frau, dass sie das Gefühl hatte, dass die Polizeibeamten sie gegen ihren Willen aus ihrer Wohnung vertreiben wollten. Sie hätten ihr gesagt, dass alles, was mit ihr geschah, sie einer normalen Existenz berauben würde und sie dazu gedrängt, ihre Lebensweise zu überdenken, obwohl sie vor all den Ereignissen in Harmonie mit ihrem Mann und seiner Mutter gelebt habe. Aber jetzt habe sich alles, wirklich alles geändert und sie und ihr Mann müssen wegen der Anschuldigungen gegen ihn leiden. Es ist möglich, dass die Frau von Matthias tatsächlich die Wahrheit sagt und dass sie nie in die Beziehung ihres Mannes zu den anderen Frauen verwickelt war. Es kann aber auch sein, dass Anna Maria genau wusste, was ihr Mann tat. Vielleicht war ihr bekannt, dass ihr Mann andere Frauen gefangen hielt und sie entschied sich trotzdem dazu, dies geheim zu halten. In jedem Fall bewahrte sie ihr Schweigen. Einer der Gründe, warum Matthias nie einen Verdacht auf sich gezogen hatte, war seine finanzielle Situation. Er besaß mehrere Wohnungen, von denen er zwei für seine Gefangenen nutzte, obwohl niemand davon wusste. Er hatte mehrere Autos, einen guten Job und führte ein komfortables Leben. Die Ermittlungen sind derzeit im Gange und die Staatsanwaltschaft und die Beteiligten haben noch viele Fragen. Es ist also noch ein weiter Weg bis zur Lösung des Falles. Aber das Wichtigste ist, dass Moreya, Fanny und die junge Maria gerettet und als die Opfer von Matthias anerkannt wurden. Der Fall von Matthias Enriquez Salazar hat in den Medien viel Aufmerksamkeit erregt und ein großes Echo in der Gesellschaft hervorgerufen. Matthias' Anwälte haben bereits im Rahmen einer Pressekonferenz öffentlich erklärt, dass sie die Unschuld ihres Mandanten vor jedem Gericht beweisen würden und dass alle gegen ihn erhobenen Anklagen fallen gelassen werden sollten. Sie behaupteten, dass die Mädchen von bestimmten Personen manipuliert wurden und nannten dabei sogar Namen. Zur Verteidigung ihres Mandanten brachten die Anwälte wirklich absurde Argumente vor und behaupteten sogar, dass die Opfer ihre eigenen Schlüssel, Fahrzeuge und Mobiltelefone besessen hätten. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.